Ja, hallo, guten Morgen. Ich bin heute auf der Neukirchner Höhe im schönen Odenwald. Ich habe heute vor, die Neukirchner Höhe hochzuwandern. Und hier wieder zu meinem Ausgangspunkt zurück. Wir haben minus 8,5 Grad, aber schönes Wetter und soll auch ein schöner Tag werden. Ja, da werde ich jetzt mal loslegen. Hier kann man auf jeden Fall noch schön Schlitten fahren. So, jetzt bin ich gerade auf dem Weg zur Neunkirchner Höhe hoch. Jetzt geht es mal schön bergauf. Ja, jetzt habe ich ein bisschen Zeit, vielleicht etwas zu sagen. Und zwar 2016 habe ich ja ein bisschen angefangen mit den YouTube-Filmen. 2017 sind auch wieder einige Projekte geplant. Und zwar wollen wir auch ein bisschen was von unserer Heimat in Bürstadt vorstellen, verschiedene Events. Da ist zum Beispiel der Faschingsumzug, 1250 Jahrfeier haben wir. Wird bestimmt auch ganz interessant. Dann will ich auch die Gegend hier bei uns vielleicht ein bisschen vorstellen für Leute in anderen Bundesländern und so, die sich hier nicht so gut auskennen. Wollen vielleicht hier mal eine Radtour oder eine Wanderung machen. Ich halt auch für ältere Menschen das eine oder andere vorstellen, wo sie vielleicht in ihrer Jugend schon waren, wo sie jetzt vielleicht nicht mehr so hin können und was sich vielleicht verändert hat, ist vielleicht auch für die ganz interessant. Ja, manchmal müsst ihr mir auch mein Dialekt ein bisschen verzeihen. Ich versuche zwar so gut wie möglich Hochdeutsch zu sprechen, soweit es mir natürlich gelingt, ja. Aber vielleicht könnt ihr aus dem Dialekt ja auch noch ein bisschen was lernen. Hat ja auch was Gutes. Hinter den Bäumen, das müsste eigentlich der Kaiserturm sein. Jetzt gleich mal hingehen. Jawohl, Kaiserturm. Ja, hier bin ich jetzt noch mal kurz am Kaiserturm, habe mich hingesetzt. Aber es ist eigentlich noch ein bisschen zu früh für eine Pause. Was ich euch noch sagen wollte, ihr findet auch verschiedene Radtouren oder
Wanderrouten auf Gypsies. Mein Account ist Taurus 2, ja. Das werde ich auch noch mal einblenden, den Link. Da könnt ihr dann verschiedene Sachen mit dem Fahrrad nachfahren oder auch nachwandern, wie ihr wollt. Ist auch vielleicht ganz interessant. Ist die Gesprenztquelle. Da gehen wir mal hin zu der Quelle. Schauen uns die mal an. Ein kleines Büschlein. Also das ist die Gesprenztquelle. Weiter geht's. Hier ist eigentlich wunderschön hier auf der Neuenkirchner Höhe. Das war jetzt auch der höchste Punkt hier am Kaiserturm. Die Gesprenzquelle, die ist nicht weit weg vom Kaiserturm. Bei 5 Minuten. Für mich geht es jetzt hier wieder weiter. Hier werden auch überall Weihnachtsbäume angepflanzt. Ich denke mal, dass es Weihnachtsbäume sind. Sieht jedenfalls so aus. Ich muss bergauf, ich kann bergab. Ja, hier müssen wir jetzt die Straße überqueren. Das sind wir auch in der Nähe vom Winterkasten. Eben sind Leute an mir vorbeigelaufen. Die suchen ihren Hund. Ich habe ihn aber leider nicht gesehen. Ich hätte ihnen gern weitergeholfen.
kleine Steinformation. Das sieht hier schön aus. Ah, zum Gaganstein. Da gehen wir ja noch mal kurz hin. Ja, schöne Felsformation. Steht was drauf. Kann man kaum lesen, dem Dichter der deutschen Jagd und Waldheimat Friedrich von Gagern. Okay. 1882 bis 1947 hat er gelebt. Puh. So, weiter geht's. So, nach einer Rast hier und nach einem guten Mittagessen geht's jetzt wieder weiter. Richtung zurück, unserem Ausgangspunkt nach Neunkirchen.
hinter den Bäumen. Das ist auch ein schöner Hintergrund. Ja, da kommen wir welche mit dem Schlitten, geil. Ich hab nichts mehr gesehen, ich wusste nur um die Kurve. Oh Mann! Ich bin ja richtig ausgeschleudert. Ein bisschen Wasser fließt hier noch. Meist ist aber zugefroren. Ja, der zugefrorene Bach ist genau rechts neben mir. Sieht wunderschön aus. Wirklich super schöner Tag heute. Aufpassen, hier wird es wieder glatt. Jawohl, wir rennen. Los, der rote Piste. Ja, ist richtig. Ja.
So, langsam werden wir uns zum Ende. Mit dem neuen Kirchen wieder angekommen. So, das war's mal wieder. Angekommen hier wieder am Höhenhaus auf der Neunkirchner Höhe. Ich denke, das war eine schöne Schneewanderung. Also wer will. Also ich kann jetzt noch hier ein bisschen rodeln gehen. Jetzt ist auch bei Weitem viel voller wie heute Morgen. Eine schöne Gegend hier auf jeden Fall. Hat sehr viel Spaß gemacht. Okay, das war's dann. Ciao.